Willkommen zu FN24, Ayrton Senna Karriere. Steht das nächste Sprintwochenende an und ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich, denn es ist Spielberg, mein persönlicher Heim Grand Prix und natürlich auch die beste Strecke auf der Welt und im kompletten Kalender. Hier sind wir also nun. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen oben da. Schaut doch gerne auf Social Media vorbei, falls euch mein Kanal gefällt, würde ich mich gerne freuen, dass ihr auch ein Däumchen rum da lässt. 4,3 Kilometer, 10 Kurven und 3D Restzonen machen diese Strecke hier wirklich zu einem, ja, perfekten Punkt eigentlich für unseren Williams, denn es ist Top Speed gefragt, den hat der Williams. Es sind wenig Kurven, braucht der Williams auch. Und wir gehen jetzt mal rein in unser Sprint Qualifying S-Quarns. Wir gehen Richtung Turn 1. Nur nicht zu spät den Anker werfen. Da gehe ich sogar ziemlich easy rein. War vielleicht ein bisschen Track Limit. Aber das ist glücklicherweise bei nur Abkürzen jetzt dann nicht großartig der Fall. KI-Stufe 95, selbst schalten, selbst bremsen und Traktionskontrolle auf Mittel. Hier oben ist es mit dem neuen Autos gar nicht mehr so einfach, den Anker früh genug, oder sagen wir mal spät, zu spät zu werfen, denn da jetzt runter, auch wieder hier kannst du wirklich spät mit dem neuen Autos bremsen und am geilsten ist es tatsächlich in der Rindkurve, also die vorletzte Kurve, du kannst da wirklich Full Speed reinhalten. Auch hier nur, oh, der Curb, das war nicht gerade perfekt, hier rechts fast ins Kiesbett gefahren, aber das geht gerade noch so gut. 5 Zehntel sind wir schneller als Pierre Gasly. Es wird nicht für die Pole reichen, da bin ich mir fast sicher, aber ihr wisst ja auch, die KI ist im Qualifying echt sehr schwach. Ja, fast Full Speed, letzte Kurve hier, ganz spät bremsen, wieder früh aufs Gas. Wo bleibt die Uhr stehen, Leute? Bleiben wir unter 1,5? Nicht ganz, unter 1,6 sind wir geblieben. Dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Perez, Sainz, Fernando Alonso, Norris, Senna, Russell, Oscar Piastri, Joe, Bottas, Stroll, Albon, Ocon, Tsunoda, Gasly, Ricciardo, Hülkenberg und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start. Hier sind wir also nun in der Startaufstellung zum Sprint in Spielberg. FN24, Ayrton Senna, let's go, ab in den Sprint hier rein. Mein Start war mittelmäßig, wir sind immerhin vor George Russell, es geht hier Richtung Turn 1. Nur keine Berührung hier, gelber Reifen für 8 Runden ist riskant, I know, aber ich glaube, dass wir das tatsächlich schaffen können. Richtung Turn 1, ja, da verliere ich ein bisschen an Boden, ich musste da Hamilton ausweichen. Gehen wir mal später auf die Bremse, aber nur nicht hier reinhalten, das ist aktuell noch ein bisschen Selbstmord. Wir gucken uns die Start-Replay an, denn es gab auch hinter uns ein bisschen Gelb. Ist quasi aber auch für diese Kurve 3 immer wieder, dass es hier ja eine gelbe Phase, eine gelbe Flagge gibt. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Turn 1 war sehr gesittet, da waren wir echt brav, keine Berührung. Bin ich echt auch ein bisschen stolz auf mich. Erste Runde ist vorbei mittlerweile. Wir sind hinter Lewis Hamilton, Lando Norris biegt auch an uns dran. Und Richtung Turn 1 wagen wir es hier. Tatsächlich wage ich es hier, aber das war jetzt nicht ganz so gewollt, weil auch ja, dieser Ziehharmonik-Effekt da war und ähnlich wie bei Albon in Kanada bin ich dann einfach hier mal, ja, oder musste ich hier, ich wollte hier nur rein, dass ich hier nicht hinten drauf fahre und ja, dann bin ich vorbeigegangen. Es gab dann eine ganz leichte Berührung, das werden wir uns dann in der Replay auf jeden Fall noch einmal angucken. Jetzt hinter Fernando Alonso in der dritten Runde und was macht der da vorne? Der Aston Martin sollte nicht nach dem Update hier vorne herumfahren dürfen, aber aus der Kurve raus schaffe ich wirklich einen besseren Exit und das reicht dann auch nicht ganz. Jetzt gibt es den Track Race. Wer bremst später? Wer ist hier schnell auf der Geraden? Der Aston anscheinend. Wir haben beide Mercedes-Motoren drinnen, also hier sollte es keinen Unterschied geben mit richtig viel Schmackes aus der ersten Kurve raus. Hinter Carlos Sainz und ich muss hier dranbleiben, denn der spendet mir das DRS, dass ich nicht von Hamilton oder Alonso aufgefressen werde. Die Haarnadelkurve geht hier rein, Perez und Leclerc gleichzeitig. Ich probiere hier eine andere Linie zu fahren, um Carlos Sainz zu überholen. Auch mit Windschatten, DRS und vieles mehr reicht das bei Gott nicht. Dieser Ferrari ist einfach eine Rakete auf der Geraden. Hier einfach ein bisschen mehr Schwung mit rausnehmen, dann müssen wir auch innen aufpassen, sonst ist Hamilton wieder, sonst ist Alonso wieder vorbei.
aber aktuell sind wir mal easy going auf dem vierten Platz. Es läuft hier tatsächlich, es ist sehr spannend, bis auf die Frage, wer den Sprint gewinnen wird, weil das Verstappen wirklich über alle Berge. Das muss ich leider zugeben, da ist Verstappen jetzt schon in der letzten Kurve, bevor wir noch in der vorletzten drin sind, also der ist da sicher 6-7 Sekunden vorne. Da brauchst du auch nicht mehr hoffen oder so. Das Gute ist wirklich, dass Leclerc, Verstappen und Sainz hier die ganze Zeit kämpfen. Ich kann hier schön dranbleiben, muss jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie, oder will jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie angreifen. In Turn 1 wird es wieder ganz eng, da probiert eine andere Linie. Aber nur um das zu verhindern, was vorhin gegen Hamilton nicht geklappt hat, sich da zu berühren. Runde 1, da gucken wir uns noch einmal das Overtake oder den Overtake gegen Lewis Hamilton an. Hier sehen wir das Ganze noch einmal. Ich gehe hier rein. Gut, das war Greifbahnreifen. Ich war zu spät dran, das muss ich zugeben. Aber es war jetzt auch nicht meine Absicht, da irgendwie einen dummen Move zu machen oder so. Das war echt ein Fehler, ein Fail. Und das sollte auch nicht mehr wieder passieren. Die Kurve ist auch echt cool, wenn man sich die da so anguckt. Bin ich wirklich immer wieder mit dabei, dass das wirklich sehr, sehr lustig ist, wenn du das so siehst. Jeder fährt so diese bauchige Kurve so aus und guckt euch den Vorsprung an. In der dritten Runde schon von Max Verstappen. Und Perez ist eigentlich Zweiter, musste aber wirklich die ganze Zeit gegen beide Ferrari kämpfen, weil die hat immer wieder mit DRS-Hilfe da vorbeikommen oder wieder drankommen. Ich gehe hier an Alonso oder neben Alonso. Da gibt es wirklich dieses Pace-Duell Richtung Turn 5. Und da können wir uns wirklich behaupten. Auf Platz 5 dann innen durch, da sticht er zwar rechts, oder? Ja, da kommt er noch einmal. Und da konnten wir aber dann innen doch uns behaupten und vorne bleiben. Ganz, ganz enger Fight und ich glaube auch, dass wir, ja, wir haben kein DRS mehr. Das ist jetzt unser großes Problem. Carlos Sainz und auch Charles Leclerc wären hier wirklich leichtes Futter. Ich muss ja das Überholen benutzen. Aber ohne DRS ist keine Chance, dass ich da nur annähernd an diesen Jungs da vorbeikomme. Ich probiere hier mal außen dran zu bleiben. Ja, Sainz, was machst du hier? Dreimal verrutscht oder versetzt, da muss ich sogar vom Gas runter. Und dann drückt da hinten schon der Hamilton an. Wir gehen in die letzte Kurve, in die letzten beiden Kurven rein. Sind ganz, ganz nah an Carlos Sainz dran. Im Windschatten sauge ich mich hier Richtung letzter Kurve dran. Er blinkt, hat einen D-Rate, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht, Mann. Wir sind fünfter Platz, ich bin dennoch stolz wirklich drauf. Ist echt gut gelaufen, der Sprint, und im Vergleich zum gestrigen Rennen war das echt heute eine mega Leistung. Schaut gerne unbedingt auch in der Playlist vorbei. Wir hatten ja schon das ein oder andere Wow-Rennen oder das ein oder andere Rennen, wo ich mir gedacht habe, so, ich will das Rennen nicht mehr weiterfahren. Es geht rein in meinen Qualifying für das Hauptrennen, Leute, und let's go. Die Uhr rennt runter und ich möchte heute noch weiter vorne starten. Wir haben ja diesmal noch zwei Sätze Reifen. Es ist mein zweiter von drei Runs. Die erste Kurve war nicht optimal. Da bin ich ein bisschen gerutscht. Und jetzt geht es Richtung Haarnadelkurve rauf. Viel Speed. Da bist du bei über 314 km/h. Den Anker etwas zu spät geworfen. Purple im ersten Sektor. Rauf. DRS schnell aufmachen. Jetzt auch das IAS verheizen. Das ist die letzte richtige Geraden. Dann hier spät bremsen. Nur nicht zu spät, sonst bist du mit dem linken Vorderreifen im Kiesbett drinnen. Das war knapp, aber knapp genug. Jetzt hier diese langgezogene Linkskurve. Ganz, ganz schwierig zu handhaben. Nur nicht rechts zu weit raus. Man hat hier wirklich wenig Auslaufzone im Vergleich zu den vergangenen Formel 1 Spielen. Hier bleibe ich auch eher weiter weg von den Curbs. Die ganze Kurve ausfahren. Jetzt geht es Richtung Rindkurve. Einmal lupfen, einmal runterschalten und dann wieder Vollspeed. Zack, letzte Kurve hardcore schneiden. Und beim Rausbeschleunigen die ganze Strecke ausnutzen. Wo bleibt die Uhr stehen? Es ist eine 1-4-9. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Ayrton Senna von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Perez, Norris, Leclerc, Joe, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Albon, Bottas, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Magnussen, Ricciardo, Tsunoda und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung.
Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Es ist tatsächlich die Pole geworden und das bei meinem Heim-Grand Prix. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht reichen wird, aber FN24, Ayrton Senna, Österreich Grand Prix, let's go! Wir kommen sehr schwach vom Fleck weg und Max Verstappen sticht da innen schon mal rein. Kann es reichen, um hier vorne zu bleiben? Ja, auch ganz sauber, wir bleiben auch on track, richtig drauf. Jetzt das ERS ein bisschen ausreizen Richtung Turn 3 wird es ganz, ganz knapp, denn jetzt sind wir zu dritt hier. Zu dritt geht es in die Kurve rein. Ja, ich bin auch noch da, Bro. Ich bin jetzt nicht unmittelbar reingelenkt, aber habe jetzt nicht da unmittelbar reingelenkt, aber das war wirklich nicht gerade sehr sauber. Aber Verstappen eh der große Verlierer dieses Dreierkampfs. Das geht hier runter, nebeneinander fast wieder und wir gucken uns den Start erneut an. Und der war wirklich selbstkritisch, wie ich bin, grottenschlecht. Also ich hatte den schlechtesten Start von den Top 3 da vorne. Und da zieht Verstappen fast vorbei, hatte aber außen mehr Schwung. Verstappen hatte natürlich oder hat das schnellere Auto. Und dann wird es halt wirklich eng Richtung Haarnadelkurve oben. Und das müssen wir uns jetzt echt mal angucken. Wer hier... Ja, es war so ein bisschen... Ich habe nicht damit gerechnet, dass so wenig Platz ist. Und ja, Verstappen hat natürlich damit gerechnet, dass wir beide da auf ihn gucken. Und dann war er so ein bisschen im Sandwich drinnen. War tatsächlich meine Schuld, würde ich fast sagen. Ich bin hier sehr blauäugig reingegangen und habe ein bisschen früher eingelenkt. Wir holen mal die schnellste Rennrunde. Die erste Runde ist vorbei, aber ich werde gejagt von Carlos Sainz und von Max Verstappen. Es war nicht Leclerc, sorry. Von Carlos Sainz und Max Verstappen. Die beiden sind natürlich verdammt schnell. Die beiden werden mir das heutige Rennen zur Hölle machen. Da bin ich mir fast sicher. Es geht hier rauf, da kann ich wirklich spät bremsen, auch gut Zeit gewinnen beim Rausbeschleunigen. Kommt mir ein bisschen das Heck, das DRS ist natürlich jetzt schon enabled. Und es wird erneut gelb da hinten in der Kurve. Da schießt mal für kurze Zeit der Sainz vorbei, aber außen ist hier wirklich schwer dran zu bleiben. Wir kennen halt wirklich viele Tricks jetzt schon vom Sprint vorhin. Und dann, oder halt, ich weiß auch genau jetzt, wo mein Auto nicht funktioniert und wo schon. In der ersten Kurve habe ich mir mal so ein bisschen die... diese Long Lap Penalty angeguckt. Jetzt voll Spaß beiseite. Ja, jetzt kommt wieder einer links, einer rechts. Diesmal bin ich aber im Sandwich drinnen. Mache aber Verstappen da wirklich klar. Bro, mit mir brauchst du das nicht machen. Hier ja nicht die Tür zuwerfen. Wenn es blöd läuft, verliere ich zwei Plätze auf einmal. Wenn es gut läuft, verliere ich keinen Platz. Und es läuft halbwegs blöd. Aber wo soll ich denn hin, Mann? Verstappen geht hier irgendwie weit ins Kies. Es ist hier wirklich crazy, wie das hier abgeht. Ich probiere wirklich jeden Platz zu lassen, aber ich bin halt hier mal in der Mitte drinnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Es ist hier wirklich Runden, oh, Kurve um Kurve. Ja, Verstappen, das war natürlich mal perfekt von dir. Perfekt. Der ist jetzt vorbei, mal. Aber ja, ich habe noch den ein oder anderen Schubser mitgegeben und das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, wenn man auf so einer engen Strecke hier rumfightet, dass es da mal zu Berührungen kommt. Aus der letzten Kurve raus gehe ich zwar nicht mal als Führender, aber dafür bekomme ich das DRS Richtung Turn 3, Turn 2, keine Ahnung, was es jetzt ist. Und ja, Mann, ich berühre ihn da und habe einen fetten Oversteer aus der ersten Kurve raus. Das kostet natürlich enorm viel Zeit. Ich bin jetzt hier abgeschlagen von Max Verstappen. Der fährt da vorne, wie er es eigentlich immer macht, geht er da weg. Und ja, ich habe noch immer noch einen Williams. Der Reifenverschleiß ist gottlos im Vergleich zu den anderen. Ich bin 2 Zehntel vor Perez, der wiederum aber vor... Ich bin aber auch wiederum 5 Sekunden vor Hamilton und Charles Leclerc. Das bedeutet natürlich, ich kann mir jetzt ein bisschen einteilen, wenn ich sehe, so, ja, die Zeiten purzeln oder beziehungsweise meine Reifen brechen ein, gehe ich in die Box. Verstappen ist jetzt mal untouchable. Vielleicht im zweiten Stint, dass wir näher drankommen oder Safety Car oder. Turn 1 hier. Keine Verwarnung. Wie habe ich das geschafft, bitte? Okay. Ich glaube, ich sitze unter dem Tisch oder so. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn, dass ich es hier ohne Strafen geschafft habe. Dritte Runde, ich bin eindeutig sehr langsam, aber Hamilton und Leclerc da hinten schaffen es noch viel langsamer zu sein. Jetzt muss ich sparen, natürlich, jetzt gehen wir mal auf klein. Perez wird es hier versuchen, jetzt im Mittelsektor kannst du kaum irgendwie Topspeed erreichen. Dann probieren wir das Ganze jetzt mal aufzuholen und schaut mal, wie langsam man es ist. Schaut mal, wie langsam man ist, wenn ein ERS aufgedreht ist. Da fährt das Auto locker und leicht 50 km/h langsamer.
und jetzt direkt mal aufdrehen wieder, weil sonst, jetzt haben wir auch ein paar Zehntel auf Hamilton verloren. Bin ich aber auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht erstaunt. 5 Sekunden ist Max Verstappen mittlerweile weg. 1/10 ist Sergio Perez hinter mir. Der zieht hier rechts mal ran. Aber wer bremst später? Ich kann außen da mit mehr Schwung vorerst mal vorne bleiben. Bekomme auch das DRS und da muss ich Perez wieder hinten einreihen. Denn so viel Space-Unterschied hat dann der Red Bull im Vergleich zu uns auch nicht. Leclerc hat ein bisschen Zeit gut machen können. Das ist jetzt für mich ein Anzeichen, dass wir bald an die Box gehen müssen. Beziehungsweise ich denke mal auch, dass ich gleich in dieser Runde an die Box gehe. Ende 12. Runde. Ich entscheide mich für den Pitstop. Perez bleibt draußen. Aber der will natürlich den Overcut wagen, denn er weiß halt genau, wenn er jetzt wieder gleich reinkommt, muss er erneut ein paar Runden gegen mich fighten. Oder ja, noch blöder, wir landen irgendwie ganz dumm im Verkehr und ihr wisst, was ich meine. Verstappen ist jetzt hinter mir. Jetzt ist er nämlich auch in der Box und nein, der ist schon wieder draußen. Schade, schade, schade. Ich habe so ein bisschen gehofft, aber der war halt weit weg, dass dadurch andere, die da vorbeifahren, irgendwie was entsteht. Er hat nicht viel Zeit verloren. Es sind jetzt 4,7 Sekunden. Ganz leicht im Ohr geküsst. Und jetzt bloß kein Safety Car oder so, weil das wäre wirklich jetzt der Worst Case. Wir wären nur auf den 10. Platz. Und alle anderen da vor mir würden nur die halbe Zeit verlieren. Perez würde sich die Hände reiben. Aber so wird es vermutlich hier eh nicht kommen. Wir hatten noch nie... wir hatten im letzten Rennen mal ein Safety Car, aber ja, das war dann mal alle 10 Rennen. Wir gucken mal hier, was in der 3. Runde so abging. Ich war im Sandwich drinnen. Es gibt eine ganz leichte Berührung, aber auch nur, weil ich hier einfach nicht mehr wusste, wo ich hinfahren soll. Einer links, einer rechts. Da gehe ich sogar teilweise vom Gas runter, um eben keine Berührung hier mehr zu machen. Gegen Perez, der kommt hier ganz, ganz nah an uns dran, gönnt sich da den XXL Windschatten. Hier schon sichtlich am Rutschen in Runde Nummer 8. Und da kommt halt Verstappen immer, oder halt nicht Verstappen, nicht Verstappen, Perez immer näher. Und so war es dann halt wirklich auch mein ganzen ersten Stint, dass ich nur gegen Perez kämpfen musste, sobald das Theater halt mit Verstappen und Sainz vorbei war. Sainz hat sich früh zum Boxenstopp verabschiedet und ich gehe hier mit einem Snap-Oversteer aus der letzten Kurve raus. Und da wird es mal interessant werden. Hat Perez geschafft? Nein, bei weitem nicht. Perez hat zwar die frischeren Reifen, aber der ist wirklich um locker Sekunden hinten. Ist er überhaupt vor Hamilton geblieben? Ja, das geht sich aus. Aber das kostete 4 Sekunden für Perez und oder 3,8 hier. Das ist... Da muss ich echt der Anna Schmidt danken, weil die Strategie war... Ja, scheiße. Es gibt Safety Car und dann gleich direkt Red Flag. Das ist auch eine Premiere. Wir hatten noch nie eine Red Flag in F1 24. Warum gab es denn diese Red Flag und auf welchen Reifen werden wir jetzt wechseln? Ist es gelb, ist es rot? Kommt jetzt mal kurz drauf an. Rote Flaggen, Unterbrechung, bla bla bla. Es ist 17. Runde. Wir haben da noch circa 8 Runden. 7 Runden, irgend sowas. Ich gehe auf den gelben Reifen raus. Der rote wird das vermutlich nicht aushalten. Und wir gucken uns mal kurz an, was hier los war. Kevin Magnussen war einmal mehr der Auslöser für diese Red Flag. Denn er hatte hier einen Rookie-Fehler drauf. Den Spins aus der Haarnadelkurve raus. Und er verliert dadurch, muss dadurch ein bisschen stehen. Erzeugt einen Stau. Warum es dafür rote Flagge gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das ist halt leider das Spiel so. Ja, da haben wir jetzt den hinterherfahrenden Esteban Ocon. Der kann jetzt natürlich nicht weiterfahren. Und wir sind im Restart. Let's go, frische gelbe Reifen. Erneuter Start hier in Spielberg. Und mein Start war unnormal schwach. Also, hier geht es immer in Turn 1 an Perez noch einmal vorbei. Gelb. Was? Jetzt scheidet Magnussen einfach raus auf der Start- und Zielgeraden. Das macht für mich gar keinen Sinn. Warum gab es dann rote Flagge, bitte? Also bitte, EA, Mann, was soll das denn? Es gab eine rote Flagge, weil Magnussen sich gespinnt hat. Und dann scheidet Magnussen in Turn 1 aus und dann gibt es kein Safety Car und sonst nichts mehr. Rückblickend wäre vielleicht ein roter Reifen auch eine Option gewesen. Aber bei 8 Runden ist es dann wirklich schon sehr risky, auf einen roten Reifen zu gehen, der dann vielleicht auch nicht lang genug halten kann. Da musst du wirklich auch abwiegen, ob dir
ob das einen Sinn machen würde. Verstappen zieht ein bisschen davon. Ich hatte doch ein bisschen die Hoffnung, dass ich mich in sein DRS klinken kann, um dann immerhin dran zu bleiben. Ja, im Mittelsektor kann ich wieder Zeit gut machen. Die Reifen kann ich jetzt einfach totfetzen. Ich weiß genau, dass die Safety 8 Runden durchhalten werden. Also gelber Reifen war doch nicht gerade die schlechteste Idee, muss ich sagen. Wir starten hier und ungewöhnlich schlechter Start. Die zweite. Ich bin wirklich, wirklich schlecht gestartet. Hamilton hatte einen bombastischen Start, hing dann aber hinter den Red Bulls fest. Und ähnlich wie gegen Max vorhin bin ich jetzt auch wieder außen an Perez vorbeigegangen. Wir sind in Runde Nummer 19 eng an Max Verstappen dran. Mein Ziel ist es, vor Runde 22 den Max zu überholen. Das haben wir jetzt mal geschafft. Ganz spät hier in die Hanau-Kurve rein. Das kostet natürlich Zeit für die Gegengeraden. Aber ich wollte hier mein Ziel schaffen und ich weiß sowieso, dass ich nicht gegen Verstappen hier mich durchsetzen kann. Da kommt dann geschossen und das auch noch dank DRS und auch Perez versucht sein Glück, aber nee, dich lasse ich dir nicht vorbei. Es geht Rad an Rad hier rein. Perez ganz spät an der Bremse, aber ich kann ihn da gerade noch so rausdrücken. Das kostet Zeit, der rechte Reifen im Kiesbett drinnen. Ist jetzt nicht gerade die beste Wahl gewesen, aber ja, mal schauen. Vielleicht kann ich mich wieder ein bisschen dran saugen an Verstappen. Ich habe immerhin das Ziel geschafft. Aber es ist so eng. Wir haben Hamilton, Perez. Ja, Norris ist abgeschlagen. Aber Hamilton und Perez, die wollen natürlich beide an mir vorbei. Solange ich im DRS zu Verstappen bin, ist das kein Problem. Doch das wird jetzt früher oder später auch verschwinden und wir werden dann ordentlich Probleme bekommen. Das ist unvermeidbar. An der Kurve kann ich wirklich spät bremsen im Vergleich zu den anderen. Linker vordere Reifen hat schon 10%. Hamilton ist aber auch gut aus der Kurve rausgekommen und er hat es gewagt, auf den roten Reifen zu gehen. Ob das nicht eine dumme Entscheidung war, das sehen wir dann echt am Ende, ob er dann uns vorbeigehen kann. Das ist auch klar, dass der dann so gut mithalten kann. Jetzt wieder klar, Perez vor uns und Hamilton ist abgeschlagen mit über 2,5 Sekunden. Ich kann es zwar nicht sagen, wir kommen Verstappen nicht gerade richtig nach, aber durch einen Fight von Perez und Hamilton, der wirklich rundenlang ging, habe ich es echt geschafft, da auf dem zweiten Platz mich zu halten. Ich rutsche schon herum bis zum geht nicht mehr. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Nur kein größerer Schnitzer mehr und uns gelingt hier wirklich das Podium und der zweite Platz in Spielberg. Leider von der Pole gestartet, aber ihr wisst ja, wie die KI so ist. Ab hier rein noch einmal diese langgezogene Linkskurve und da lege ich einen Drift hin. Oh, Halleluja, Leute. Ja, Mann, da kommt der Gegenpendler und das ist echt, das wird knapp mit Perez. Scheiße, Mann. Perez schlüpft hier durch. Wir müssen hier uns das unbedingt in der Replay angucken. Er hat jegliche Chance vorbei. Das ist wirklich so extrem bitter. Dieser Drift in dieser Scheißkurve kostet uns hier den zweiten Platz. Gucken wir uns das Ganze erneut noch einmal an. Ich gehe hier in die Kurve rein. Eigentlich wie immer drifte hier und beim Rausbeschleunigen hatte ich gar keinen Grip mehr tatsächlich. Also es war so knapp, da sehen wir das Ganze. Ich rutsche neben die Strecke. Ja, da kam es wirklich auf beinahe Berührung. Perez echt gut reagiert. Wir werden immerhin Dritter, muss man sagen. Aber das ist natürlich verdammt bitter. Und eine meisterhafte Leistung von Max Verstappen. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Wir landen auf den dritten Platz, auch Albon, nur 13. Das ist schade, aber er hatte auch gestern seinen Moment, der hat auch viele Punkte geholt. Wir sind, ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich, aber das kann natürlich jedem passieren. 109 Punkte hinter Verstappen und ich bin immer noch 2. in der Weltmeisterschaft. Fragt mich nicht, wie das geht, wirklich, fragt mich das echt nicht. Konstrukteurs-WM sind wir
immer noch auf dem 5. Platz. Da hängen wir auch irgendwie fest. Das ist nicht so schön, aber das kann ich aktuell nicht ändern. Senna macht hier die Merkel und Russell schaut so ein bisschen wie nach dem Kanada Grand Prix. Der ist so ein bisschen mad, traurig, keine Ahnung, enttäuscht. Diese Pose, die passt halt einfach gar nicht zu Senna. Es gibt ein paar mehr Punkte für uns. Ja, 97 Rennkunst, 96 steigen wir jetzt wieder auf, nachdem wir letztes Rennen abgestiegen sind. Es steht 61 zu 39 in der im teaminternen Duell. Bei Windkanal haben wir schon 2 und bei den unteren haben wir nicht mal noch ein Level erreicht. Senna steht hier, wie wenn er angewurzelt wäre. Das mag ich ja halt gar nicht, weil das schaut halt ein bisschen unecht aus. 80 Erfahrung, 97 Rennkunst und für heute soll es das mal gewesen sein. Abonniert gern kostenlos den Channel. Falls mir die Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein kostenloses Däumchen herum freuen. Und falls ihr mehr rund um die Formel 1 wissen wollt, schaut gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. It's _Tobi.